Piece by Piece mit Silke Liniewski. Piece by Piece, der zweite Teil mit Karin Krümmel, der Life-Coacherin, dem Life-Coach aus Berlin. Wir haben gerade schon ein bisschen was gehört. Dein Geschenk an die Welt ist das Life-Coaching, die Menschen zu beraten und ihnen auf dem Weg auch ein bisschen vorherzuleuchten. Du hast einen ordentlichen Weg hinter dir und beschreibst das sehr schön in deinem Buch Mein Geschenk an die Welt und hast auch schon gerade ein bisschen angedeutet, das ist dir schwer gefallen, das mit reinzuschreiben, also diese wirklich persönliche Seite von dir zu zeigen. Zeigen, ne? Ja, also das ist so meine Herausforderung, überhaupt mal leuchtend oder sichtbar in die Welt zu gehen. Ja, das war nicht sehr leicht. Es ist erwähnt in dem Buch. Also das ist jetzt keine Autobiografie oder meine ganze Geschichte, aber ich glaube, durch so ein paar Sätze kriegt man so eine Ahnung davon, was da so war und was eben so meine Hürde war, mich rauszutrauen, war, dass ich halt sehr, sehr früh gelernt habe, dass ich kurz zum Hintergrund, es war ein kleines Dorf und es waren so Familien mit Mama und Papa und Kindern. Und ich stellte dann irgendwann fest, da ist ja bei mir gar kein Papa. Und wie das dann sich einfach so entwickelt, versucht man dann nicht den Schmerz oder den Ärger oder die Traurigkeit darüber zu fühlen als Kind. Das machen wir alle so, dass man dann irgendwann sich eine Erklärung zulegt. Warum ist das denn? Und da fing ich irgendwie an zu glauben, vielleicht stimmt irgendwas mit mir nicht. Das war so. Ja, vielleicht ist irgendwas nicht richtig an mir. Das hat mir irgendwie auch geholfen, muss ich sagen, weil ich hatte ab dann immer Einsen. Also, dadurch konnte ich dann Psychologie studieren, dadurch ging das Studium auch sehr einfach. Und also, es war nicht nur schlecht, diese Herausforderung. Ging dann weiter, dass ich irgendwann erfuhr, wer mein Vater ist, mit dem Zusatz, der hat hier aber auch eine Familie und der ist hier der Dorfarzt. Und das ist jetzt nicht so schön, wenn du darüber redest. Mhm. So strikt hat es mir gar keiner jemals gesagt, aber ich habe das irgendwie so hergeleitet und dachte, da darf ich nicht drüber reden. Ja, und da fing dann sowas an, so verstecktes Kind zu sein, ne? Sich so zurückzuziehen und sehr viel über Leistung, Anerkennung, aber nicht so richtig sichtbar zu werden als der ich bin. Und ich muss sagen, jetzt gerade merke ich, dass das ein Ding ist, das zu erzählen. Ja, also das Freunden einigen zu erzählen, ist das eine. Und es ist jetzt auch absolut in Ordnung, das zu erzählen. Es ist jetzt, mein Vater ist leider verstorben, als ich 18 war, aber ich habe Kontakt mit der Familie und es ist absolut kein Geheimnis mehr. Und doch merke ich, da ist was ganz Junges, was denkt, darfst du das jetzt hier ins Mikro sprechen und in die Kamera? Und damit hängt aber zusammen einfach auch zu mir Ja zu sagen. Ne? Das so anzunehmen, auch mit der Vorsichtigkeit, die dabei ist. Und ja, das ist so meine Hürde gewesen, wo ich so langsam sehen kann, wie genial das Leben da alles zusammenbaut und was für ein Geschenk darin auch lag, in dieser Herausforderung. Und im Grunde auch dein Weg, dann wirklich in die Richtung Psychologie zu gehen und da ins Coaching zu gehen, oder? Mein Satz ist immer, Psychologie studiert man nicht aus Versehen. Es gab nur diese Lösung. Obwohl ich auch sagen muss, dass ich als Kind schon irgendeinen Zugang hatte. Ich kann es gar nicht anders beschreiben, aber ich hatte das Gefühl, da habe ich so ein inneres Wissen oder irgendwie spreche ich plötzlich auf eine Art und Weise, wo ich auch zuhöre und mir das irgendwie neu ist und mich irgendwie berührt. Und das war was, irgendwie ein magischer Moment jedes Mal, wenn das passierte. Ich konnte es nicht einordnen, das ging dann irgendwann weg, aber ich wusste immer, ich hatte immer Bilder zu dem, wie ich mal arbeiten werde. Und ich hatte keinen Namen dafür. Das war irgendwie schwierig und war auch immer auf der Suche, aber da war Psychologiestudium das Naheliegendste, das dann zu machen und dann auch ins Coaching zu gehen. Und irgendwann begegnete mir mal eine Engländerin und die nannte sich Life Coach. Das war 99 oder 2000. Und als ich mich dann Life Coach nannte, da haben mir ganz viele Kollegen auch gesagt, das ist so unseriös und mach das nicht. Aber ich fand keinen anderen Namen. Und ja, heute heißt ja halb Berlin Life Coach. Also passt jetzt auch, es ist auch in Ordnung und jetzt ist der Name auch egal. Aber so nahm das seinen Weg und wirklich begründet auf diesen Erfahrungen auch als Kind schon. Es ging dann irgendwann wieder auf und das sind die besonderen Momente hier, wo ich auch was höre, was neu für mich ist. Also wo plötzlich was klar wird, wenn ich mit dem Menschen in Verbindung bin und Sachen ausspreche, die gerade da sind. Das ist das Entscheidende. Und ja, und jedes Mal bei jeder Sitzung merke ich auch, wie in mir was heilt, wie ich runder werde, wie ich dazu lerne. Also das ist so Leben, privat, beruflich ist bei mir sehr, sehr verwoben. Das ist so, bin ich die gleiche. Das heißt, im Grunde sind die Menschen, die zu dir kommen, auch immer gleich ein Geschenk für dich mit, oder? Ja, ganz, ganz eindeutig. Also vom allerersten Klienten
bis zu denen, die heute hier waren, bis zu denen, die noch kommen werden, ist es für mich jedes Mal auch, wo ich einen Teil vom Leben mehr sehen und erfahren kann. Und von außen. Ne? Und mich dann damit verbinden kann und dann schauen kann, okay, an welcher Stelle können wir ja dazu sagen, dass es so ist. Ne? Und das ist ein Geschenk für die, die hier sind und auch ein Geschenk für mich, weil es damit friedlicher wird. Ne? Das heißt hier Peace by Peace und letzten Endes ist das, was wir hier, wo wir uns nähern, innerer Frieden. Und innerer Frieden ist, ich stimme dem zu, wie es ist. Auch wenn es gerade wehtut. Und manchmal mehrere dazu braucht, um das tragen zu können. Darum geht's. Und je mehr auch Klienten, die hier sind, in so einen inneren Frieden kommen, desto mehr entspannt sich in mir auch was. Also das ist dann eins, das ist dann verbunden. Und ja, es ist meine Arbeit und ich habe das große Glück, dass ich davon leben darf. Es fühlt sich wie ein Geschenk an und wie ein ganz großes Beschenktwerden. Das ist tatsächlich schön, ja. Das hört sich schon alles insgesamt ganz rund an. Und du hast trotzdem vorhin gesagt, und manchmal brauche ich auch so ein bisschen Beistand oder Hilfe oder wie auch immer. Was machst du, wenn du an so eine Ecke stößt und sagst, oh, ich würde ja gerne jetzt Ja sagen, aber es fällt gerade echt schwer? So reflektiert bin ich dann auch manchmal nicht mal. Also das ist dann ist einfach nur Widerstand und ich will nicht, dass es so ist und ich rebelliere. Und ich habe wirklich viel, viel mit meinem Leben gekämpft und ich tue es nicht mehr so viel, aber das passiert noch und vielleicht wird das immer wieder so sein, keine Ahnung. Was ich dann mache, ist erstmal einfach im Widerstand sein und kämpfen. Und wenn ich dann so einen lichten Moment habe und sehe, was da passiert, dann suche ich mir Leute, mit denen ich darüber reden kann und die dann mit mir sind und die mir dann helfen können, dem irgendwann zuzustimmen. Und das ist mein Lebensthema, mich damit zu beschäftigen. Aber es ist nicht immer nur auf so einem Niveau, wo man alles ganz reflektiert betrachtet, sondern ja, manchmal bin ich wütend, manchmal muss ich laufen gehen, manchmal bin ich ungerecht oder unfair oder total zickig oder es gibt's alles. Was gibt's denn, was dich so richtig aus der Fassung bringt? Also ein grundlegendes Thema, was jetzt gerade wieder sehr auftauchte, ist Unverbindlichkeit und mich warten lassen. Und mir fiel das erst jetzt auf. Ich treffe ja sehr viele Menschen an einem Tag. Und ich glaube, ich habe nur pünktliche Klienten. Toi, 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 ne, wenn man sowas erzählt. Aber ich glaube, ich strahle das mit jeder Faser aus, halte ich an unsere Abmachungen. Und genau das ist auch meine Schwäche. Ich kann da ganz schwer weich mitbleiben, wenn das nicht der Fall ist. Ja, und jedem kann mal was dazwischen kommen. Aber da wird es bei mir eng. Und das ist sowas, was mich schon auch aus der Fassung bringt. So eine Unordnung um mich rum, so ein Chaos, wo einfach Sachen nicht so sind, wie sie besprochen waren. Und das ist aber auch im Laufe des Lebens öfter mal so, dass das Leben manchmal nicht so ist, wie ich es mir so gedacht hätte. Und das ist dann schwierig in dem Moment, wenn ich es nicht kontrollieren kann. Ja, genau. Gibt es da irgendwas, also mal abgesehen davon, wie wenn du sagst, wenn du es nicht kontrollieren kannst, kannst du es nicht kontrollieren. Aber gibt es was, wo du dich dann zwickst und dich zurückholen kannst, da so ein kleines Momentchen? Oder? Also was ich neuerdings wirklich sehr auf dem Schirm habe, ist dieser innere Frieden. Ja, dieses, ich kann jetzt noch lange mit dem Leben kämpfen, aber es wird nichts bringen. Ja, und das sehe ich ja auch bei den Klienten. Und die Abstände zwischen mit dem Leben richtig so kämpfen wollen und dagegenhalten, der Reifen ist jetzt nicht platt, in dem Beispiel von vorhin, und zu sagen, doch, es ist jetzt so. Und ich kann jetzt auch wütend sein. Und es ist, dann kehrt ja sofort der Frieden ein. Diese Abstände sind kürzer. Nicht, dass es nicht mehr vorkommt, aber ich merke es schneller. Und was ich dann mache, eigentlich brauchst du nur diesen kurzen Moment der Erkenntnis und der Zustimmung. Und manchmal, was bei mir auch immer hilft, ich sage meinem Freund immer, wenn ich mal wirklich zickig bin und irgendwas gar nicht geht, schmeiß mich ins Wasser. Also bei mir hilft Schwimmen oder Duschen oder sich in die Wanne legen, je nach Wetterlage. Also, nee, das wäre zu wenig. Aber wirklich einfach mal so mit dem Element Wasser in Berührung kommen. Ne? Also am besten schwimmen gehen in einem See oder im Meer. Das ist so mein absoluter Ausgleich. Das hilft immer. Und im Winter dann die Badewanne. Und jetzt hast du schon oft angesprochen, den inneren Frieden und dieses Annehmen. Was ist es noch mehr für dich? Der Begriff Frieden, also innerer Frieden ist das eine. Was ist der ganze Begriff Frieden für dich? Ruhe, Stille. Ja, so eine absolute Ruhe, so wie es jetzt. Immer diese Momente, wo es wirklich alles an seinem Platz ist. Und das ist es dadurch, dass ich dem zustimme. Und eine Verbundenheit. Eine Verbundenheit mit uns, mit dem, wie es ist, aber eben mit uns selber. Also ich glaube wirklich, dass es nicht so viel mit dem Außen zu tun hat, sondern
dass es da drinnen anfängt. Eine Geschichte dazu, das sind ja oft so Lehrer auf der Straße oder Situationen, die einem ganz viel beibringen. Ne? Und ich war mal, ich glaube mit 21, in einem Café in Berlin und war nicht gut drauf und war ziemlich im Kampf mit der Welt unterwegs. Ich weiß nicht mehr, was alles war. Auf jeden Fall war da ein sehr, sehr alter Mann, der mir auch noch an einem Café so den Stuhl wegräumte. Also er tat was, was mir nun auch nicht passt. Und das war der Tropfen, so bang. Und ich war nicht sehr freundlich in dem Moment. Und er guckte mich nur an und sagt, Mädel, geh nach innen und werde klug. Und zu der Zeit, das war wie so ein Durchschuss. Ich konnte nichts mehr sagen, ich war völlig geplättet, aber ich kriegte diesen Satz nicht mehr los. Und hatte mich bis dahin damit nicht so auseinandergesetzt. Macht man noch mit 21, also zumindest ich habe das nicht getan damals. Aber es hat mich sehr berührt und ich habe erst Jahre später begriffen, was er damit meinte. Ja, und dieses zu gucken, was ist denn da drinnen los? Wenn ich da draußen Krieg habe, wo ist denn die Antwort da drinnen dazu? Und das verbinde ich damit. Was macht denn dir so richtig Freude? Salsa tanzen? am oder im Meer sein? Mein Hund? Überhaupt alles, was mit Natur und draußen sein zu tun hat. Ne? Ich bin in so einem kleinen Dorf aufgewachsen, ich bin draußen aufgewachsen und das macht mir immer noch große Freude. Und alles, was auch mit ja, Tanz, Bewegung, das brauche ich auch als Ausgleich. Ne? Ich sitze relativ viel und bin aber ein sehr lebhafter, lebendiger Mensch und da brauche ich sowas. Das macht mir total Freude. Und womit kann man dir so ein richtiges Geschenk machen? Also du hast ja ne, dein Geschenk an die Welt, das ist das Buch. Verteilst Geschenke an die Welt, du sorgst dafür, dass die Menschen ihre Geschenke für sich erkennen. Womit kann man dir denn richtig schöne Geschenke machen? Gute Frage. Also ich kenne diese Frage auf der materiellen Ebene, so zu Geburtstagen und Weihnachten, was bei mir nun auch noch sehr nah beieinander ist. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also und ansonsten, im Moment würde ich fast sagen, also das größte Geschenk, was ich mir so vom Leben im Moment wünsche, ist die Möglichkeit, auch wieder mehr im Grünen wohnen zu können, mehr in der Natur sein zu können und so an anderen Dingen Zeit, also einfach so eine Verbundenheit, miteinander sein zu können, solche Dinge. Aber ich habe nicht so das Gefühl, dass ich so mit der Idee, was hätte ich jetzt gern für ein Geschenk, durch die Gegend laufe. Also das ist eine schwierige Frage. Und ich habe sie schon öfter mal gestellt gekriegt und habe da genauso wenig geantwortet. Wenig klar. Ich glaube, Momente voll Liebe sind ein Geschenk. Also wenn man wirklich gerade in so einer friedlichen, liebevollen Verbindung ist. Und das kann beim, ich gehe mit Freunden zusammen zum Salsa-Tanzen sein, das kann beim Schwimmen sein, das kann einfach so, man trifft sich auf dem Café. Sowas. Das ist ein Geschenk für mich. Ja, schön. Jetzt habe ich dir noch ein ganz kleines Geschenk mitgebracht. Du weißt und ahnst wahrscheinlich, was es ist. Das ist auch ein schönes Geschenk. Ja, das hoffe ich sehr. Und zwar gibt es die weibliche Variante der Piece-by-Piece-Kekse mit ein bisschen Rosen mit eingebettet. Wunderschön. Genau. Das ist übrigens wirklich, überhaupt ein Geschenk zu machen, ist ein Geschenk. Ja. Das, was es ist, ist dann das Zweite. Also das ist jetzt zum Beispiel ein Geschenk, dass ich ein Geschenk kriege. Das ist gerade das Schöne. Ja, das fühlt sich schön an. Dankeschön. Siehst du, jetzt waren es so viele Antworten auf die Geschenkfrage, obwohl du sagst, du hast gar nicht geantwortet. Dabei waren es, glaube ich, 5 oder so insgesamt. Schön. Ich danke dir ganz herzlich für all diese schönen Antworten. Und alles über Karin, über ihr Buch gibt es hier. Und ja, noch viel, viel mehr gibt es natürlich bei uns auf www.peacebypeace.de. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank fürs Teilen. Dankeschön.